North! North! Was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt. Und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren Vierteln in der ganzen Stadt wüten noch immer Brände. In der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von 2 Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war gestern auf Streife und wurde von Abweichlern angegriffen. Sie haben seine Leiche gefunden, heute Morgen. Man hat ihn eiskalt mit seiner eigenen Dienstwaffe umgebracht. Er ist vor 3 Monaten Vater geworden. Verdammt! Warum ausgerechnet er? Ich kannte Officer Miller nicht gut, aber... er war anscheinend ein guter Mann. Ja. Es tut mir leid, Lieutenant. Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er.
Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hü- Amanda. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kemsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elijah empfängt sie jetzt. Mr. Kemsky? Einen Moment bitte. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du?
Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von CyberLife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihren Pol. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. CyberLives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen. Und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so.
habe mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Und gestern, als wir den Brand gelegt haben, das Chaos, die Flammen. In dem Moment genoss ich es. Die Macht, die Gewalt. Und ich hasse mich für dieses Gefühl. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr?